Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu Cube Director's Cut. Lang, lang ist her, aber heute wird mal wieder ein Rätselspiel gespielt. Nachdem wir Portal und Taylor's Principle, The Witness und The Turing-Test gespielt haben und vielleicht noch andere Rätselspiele, die mir gerade nicht mehr einfallen. Schauen wir uns das mal an, das sieht eigentlich relativ ähnlich aus. Und ich bin mal gespannt, was das so kann. Es gibt noch einen zweiten Teil von dem Spiel, den werden wir dann wahrscheinlich auch noch spielen, wenn das Spiel hier gut ist. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. And what if it didn't kill him? With all due respect, your best guess is still just a guess. We need to have faith in the possibility of good. Wait, hold on. His oxygen consumption's going up. I think he's alive. He's conscious. Hey, go steady down there. You've been out for a couple weeks. 15 days, in fact. They thought you were dead. If it wasn't for your life suit, you probably would be. Listen, there's been a complication. We can't link it to your POV camera, and it looks like communications are only working one way. You can hear me, I hope, but I can't hear you. That means we don't know how badly you were affected by the transportation. If you're feeling confused or disoriented, you should know that deep space travel can do you pretty serious psychological damage, especially to your memory. Even a few hours out there in the dark can cause permanent problems. I'm gonna be honest with you. Mission controller concerned, you might have no idea who you are or why you're in there. If that's true, I have some difficult facts for you. You're a long way from Earth, a very long way. But every single person on the planet is depending on you. That thing you're inside right now, whatever it is gonna hit Earth in the next few hours. And if it does, that's the end of everything. You need to decipher and dismantle it from the inside before that happens. I just hope you haven't forgotten how. We all do. Now, listen carefully. This is important. The reason why it's me talking to you not mission control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out there, but mine can. I'm Commander Novak. I'm an astronaut on board the International Space Station. I'm gonna relay everything they tell me, but the bad news is, every time I orbit around the far side of the Earth, I'll move out of radio range. When that happens, you're gonna be on your own for a while. Just stay calm and keep your head straight until I get back into range. Okay, this is it. I'm orbiting out of range now. I'll be back soon. Just remember what I've told you. And believe it. Okay. Wir sind in der Klapse. Und Haikuri. Portal für Arme wäre lustig gewesen, ganz am Anfang, als man nur den Arm gesehen hat. Aber ja, ich glaube, es ist Portal für Arme. Klicken. Ah. Immer witzig, dass einem nichts erklärt wird bisher, aber es scheint ja intuitiv. Thank you.
basic stuff. God, it's a blue cube. Prongwürfel. Oh. Anfängerfehler. Klassischer Anfängerfehler. Gemacht, die ich noch gar nicht machen soll. Ach, wie geht's, Kuri? Was macht die Kunst? Achievement, quick understanding of block extrusion. So rum richtig ist. Dungeons and Dragons Fieber wegen die Pen and Paper Gruppe oder? Das war glaube ich zu knapp, ja. Ja, moini dringen. Was geht ab? Falsch. Minecraft. Moin. Zwei Gruppen. Jahresspannende Kampagne, okay. Game Master. Achso, das ist Minecraft. Wie ist Minecraft? Spielt er Minecraft? Ich weiß nicht. Jetzt doch. Der doch bestimmt nicht mehr raus. Erstes Rätsel schon nicht mehr weiter. Reicht nicht. Springen reicht. Achso, ich kann ja auch so machen. Ist ja nicht immer noch. Das nehmen. Würde ich hier trotzdem den ausschieben? Da habe ich jetzt aber schon lange für gebraucht. Aber gut. So, wir können hier hochhüpfen. Ach du Scheiße.
beeilen, oder? Superliminal habe ich gesehen, aber noch nicht gekauft. Aber habe ich auf jeden Fall auch auf der Liste und würde ich auch gerne spielen. Aber ich glaube, das gab es ja bisher nur im Epic Games Store und da ich jetzt ja noch so viele Rätselspiele habe, würde ich vielleicht halt noch abwarten, ob es vielleicht noch irgendwie mal im Sale ist. Aber möchte ich auf jeden Fall auch gerne spielen. Und dann hat jetzt Felix Rick vor kurzem auch irgendwie gefragt, wie Leute eigentlich so Rätselspiele finden. Und der hatte da auch nochmal eins gepostet, was jetzt irgendwie vor kurzem rausgekommen ist. Irgendwie auch ähnlich wie Portal, Witness und Co., aber mit Licht und Schatten wohl auch relativ viel. Mit Licht- und Schattenrätseln. Also theoretisch haben wir da eine Menge Potenzial. So, Rätsel 1 haben wir geschafft. Rätsel 2 ist Tönen, ja. Das werden wir wahrscheinlich hier nicht haben. Aber kannst ja mal gucken. Macht gar nichts, oder? Getappt. Ein Repeat. Button, wenn man es verkackt hat, oder? Keine Hände mehr. Nee, nicht. Ne, ich glaube, Körper kann ich nicht schieben. Ah, kann man schieben. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ist natürlich schwierig, jetzt gerade bei so noch den einfacheren Sachen, da kann man als Zuschauer jetzt auch nicht so super viel mitmachen, aber gerade dann später, oder auch bei The Witness, bei Rätseln, die dann wirklich richtig knackig waren, da dann auch mal von den Zuschauern, die jetzt nicht die Lösung schon kennen, aber die dann halt miträtseln, ein paar Tipps zu bekommen, finde ich dann schon ganz cool. So, also ich muss ja wahrscheinlich den grünen Kugel. Bouncen lassen. Meinst du jetzt generell, wenn du spielst oder als Zuschauer? Also ich meine, ich finde es auch nochmal schwieriger, gerade ich ist irgendwie dann oft auch gerade bei so Point-and-Click-Sachen oder so. Da ist dann oftmals das Problem, dass ich dann halt am Anfang des Rätsels nicht so richtig aufpasse und irgendwann ist der Streamer dann an der Stelle, wo er nicht mehr weiter weiß, aber dann habe ich quasi den Anfang verpasst. Und dann fehlt mir so erstmal die ganze Grundlage oder Sachen, die dann vielleicht schon überlegt wurden. Dann tue ich mich immer auch sehr schwer, mich dann da reinzufinden als Zuschauer in das Rätsel.
Aber abgesehen davon mag ich das eigentlich ganz gerne, so Rätselspiele. Aber The Witness waren schon ein paar Sachen dabei, die ich auf die Schnelle dann einfach nicht geschafft. So. Jetzt ist das hier alles ein bisschen Lego. So, aber wie mache ich das denn? Den kriege ich doch nicht mehr weiter, oder? Achso, warte mal, ich kann das ja eigentlich auch andersrum machen. Shit, ich muss da ja auch noch hochkommen. Obwohl, nee, das ist ein Problem. Bäh. Ich meine, The Witness war ja dann. Witness war ja gefühlt. Eigentlich ja auch so ähnlich wie als würdest du die ganze Zeit so Doku machen. Und Hallöchen Jay. Wie geht's, wie steht's? Aber wie komme ich denn jetzt hier hoch? Jetzt müsste ich eigentlich den, aber kriege ich den angeklickt? Ercheaten? Nicht von hier. Eigentlich auch von hier dann. Ich meine, ich finde The Witness trotzdem, fand ich eigentlich richtig geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber kann ich schon verstehen, dass es als Zuschauer schwierig ist. Drucksprung. Bist krank und willst am Wochenende in Münster auf eine Con. Was gibt's denn da für eine Con? Und alles Gute zum Geburtstag. Nee, gute Besserung heißt es, glaube ich, wenn man krank ist. Alles Gute zum Corona. Japan und gelöt. Oh. Einfach hier Pixel Perfection. JGC. Jetzt ist hier aber. Est. Name is 919. Was? 919? Müssen wir uns das merken? Müssen wir Zahlen eingeben? Hey. Nine one one, sicher? So. Und welcome back, Jackie. Hier der grüne Dings raus war, kann man ihn auch nicht. Hallo, Frau Niederlande. Okay. Müssen wir jetzt hier irgendwie so eine Rutschding machen oder was? Rutscht der hier lang? Ja, warte noch nicht. Jetzt mal die hier rüber schubsen nach links. Jetzt muss ich auch. Das habe ich mir vorhin auch schon gedacht. Endlich mal wieder ein Stream und auch direkt wieder Jays Lieblingsshirt an. Passt halt einfach wieder wie Faust aufs Auge. Da weiß man aber, dass ich auf jeden Fall immer noch derselbe bin. Wie geht's uns allen denn? Jetzt, wo so viele Leute da sind, geht's mir gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das einfach keinen Sinn mehr macht zu streamen. Oh, ein Ball.
Boing. Aber es ist ja schön, dass dann doch noch ein paar Leute da sind. Ich meine, das zeigt eigentlich auch fast, dass wir irgendwie auf die andere Spur kommen müssen. Oh, nee. Dann muss ich die während der langen Rollt hier rüberschubsen. Hier links lang? Nee. Schubst den Ball mit den roten, gelben unten. So. Stimmt eigentlich, der müsste ja dann durchrollen bis nach ganz hinten. Ne? Ja, wir gucken uns das nochmal an. Mal gespannt, ob der da jetzt einfach stehen bleibt. Wahrscheinlich schon, ne? Oder rollt der nach links? Das war. Kann ich ihn noch. Dann. Ball existiert quasi nicht. Gut, aber also wenn ich es so mache, müsste der jetzt zumindest dagegen ploppen. Dann kann ich den verschieben. Kann ich eigentlich trotzdem. Nein! Aber ich glaube, ist trotzdem, wir sind auf einem guten Weg. Ist das irgendwie? Ich nicht, ich kann doch so machen, ne? Das ist doch die Lösung. Deswegen sind auch die Roten da. Kommando zurück. Jetzt aber. Lösung! Ich möchte lösen. Voll kleiner Ball. Ah. Ich habe auch ein bisschen vor wie so im Spieleparadies. Sektor 2 abgeschlossen. Sonst was Neues bei euch? Hey, eine neue Farbe. Okay. Ich da mitdrehen oder hätte ich mich. Ich habe 1917 leider noch nicht gesehen, weil Anki mag den nicht gucken. Die Friends, mit denen wir, mit denen ich jetzt in letzter Zeit öfter im Kino war, wir waren halt jetzt vor ein paar Tagen Jojo Rabbit gucken. Und da wollten wir nicht direkt nochmal ins Kino, beziehungsweise er nicht. Aber ich würden eigentlich gerne. Warum denn nicht, Jackie? Komm mit ins Kino. Kino ist schön. Aber ja, du sparst Geld, das stimmt. Aber vielleicht gibst du das Geld dafür anderweitig aus. Ja, Anki will nicht gucken wegen Kriegsfilmen. Anki mag keine Kriegsfilme gucken. Ich weiß ja nicht, ob ihr Jojo Rabbit gesehen habt, aber. War ihr in Jojo Rabbit schon fast zu viel Krieg.
Kinoerlebnis ist nicht mehr so Bombe. Inwiefern? Ich finde den Unterschied zwischen bei mir zu Hause gucken und im Kino gucken, gerade jetzt bei einem Film wie 1917, wo ich finde, da das Kinoerlebnis auch nochmal einen Unterschied macht, als zu Hause gucken. Zu Hause darf ich nicht so laut machen. Zu Hause habe ich auch nicht so einen krassen Fernseher. Ja, wenn ich könnte und wenn die Kinoerfahrung die gleiche wäre, würde ich auch zu Hause gucken. Aber gerade so die, jetzt nicht unbedingt actionreichere Filme, aber jetzt so ein Jojo Rabbit ist jetzt aus meiner Sicht nicht ganz so wichtig im Kino zu gucken. Den kann man auch zu Hause, hat man, würde ich sagen, ähnliches, gleich gutes Kinoerlebnis. Aber gerade bei so Kino, was halt extrem gute Bilder hat oder extrem krassen Sound. Da finde ich schon besser. Ja, shit. Was mach ich denn jetzt? Doch, aber ich kann ja das unten nicht drehen. Was habe ich übersehen? War mir so klug vor. Ja gut, 3D-Fan bin ich ja dann doch wieder nicht so. Da kann ich eigentlich in den meisten Filmen, also außer es ist halt wirklich gut gemacht, aber in den meisten Filmen ist es ja leider einfach nur draufgeklatscht. Kann ich auf 3D gut verzichten, aber ja, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich den jetzt nicht verpasse im Kino. Dann werde ich ihn entweder, ich muss nochmal den Kumpel fragen, ob der Bock hat, mit mir jetzt noch zu gucken. Oder ich muss dann da alleine reingehen, weil ich will den eigentlich ungerne verpassen im Kino. Aber ich habe generell, meine Kinoliste ist relativ lang. Jetzt im Januar, Februar, von Filmen, die ich eigentlich gerne gucken wollen würde. Ungewohnt viel jetzt gerade am Anfang. Ich wollte eigentlich gerne Knives Out noch gucken. 1917, dann in Klammern Weathering With You, Jojo Rabbit habe ich geguckt, Little Women. Ja, und dann sind hier noch so ein paar kleinere Sachen, die ich theoretisch auch gucken würde. Anki wollte eigentlich noch Shadow gucken, dann war jetzt irgendwie Underwater mit Kristen Stewart irgendwie relativ viel auf Twitter auch geschrieben worden. Weiß jetzt aber nicht, ob der was taugt. Queen and Slim sah irgendwie interessant aus. Ja, Harley Quinn, Birds of Prey muss ich jetzt glaube ich nicht unbedingt sehen. 21 Bridges ist noch relativ interessant. Bombshell eventuell. Dann habe ich hier noch The Gentleman. Achso, das war der Guy Ritchie Film glaube ich. Und Just Mercy. Auch ganz gut aus. Und am 5. März Emma, da sah der Trailer ganz interessant aus, aber ein bisschen wie The Favorite. Naja. Ja. Bei Star Wars ist jetzt halt die Frage, ob du eh gerne Star Wars guckst oder nicht, ansonsten hast du da jetzt auch nicht viel verpasst. So Leute. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Help. Müssen wir hier irgendwie, während sich das dreht, können wir... Oh boy. Haben wir in die falsche Richtung gedreht?
Dann sind wir ja am gleichen Punkt wie gerade eben. Vielleicht muss irgendwie so, vielleicht ist das wieder so ein Physikrätsel. Drehen wir uns jetzt nach hier. Das drehen wir nach da. So, shit. Zurück. Den nochmal rein. Dann drehen wir den unter uns. Dann. Whee! Droppen. Hello? Whoops. Can you hear me? Yes. Huh. No point in saying that, is there? Krabbe to Space Station. You copy? Have faith. I'm at the peak of my orbit again, so fingers crossed this is getting to you. I've been speaking with Mission Control. They're worried about you. Because your radio's out, we don't know if you've lost your memory or not. Nah, I'm fine. If you have, it could be bad for the mission. Trust me. One of the methods they use to bring back memories for amnesiac patients is to talk to them about important events in their lives. So, before you left, you wrote yourself a letter, just in case. It's a letter to you about you. Mission Control gave me a transcript. We think it's for the best that I read some of it to you. Den Effekt finde ich ganz witzig. Okay, well, first you're married. Ah. You have no children. Oh. You live in Colorado Springs, but you got married in Iceland. That's nice. You. Damn. Hey. I'm orbiting out of range. I'll read more if you're still there. Ah, damn it. Spannend wurde. Okay. Ja, ich hab's auch nicht so ganz verstanden am Anfang. Es ist super wichtig, dass ich hier bin und dass ich das schaffe. Aber ich habe auch irgendwie mein Gedächtnis verloren scheinbar. Und die. Oder sie sind sich nicht sicher, ob ich mein Gedächtnis verloren habe. Ob ich es dann überhaupt noch schaffe, aber das ist auf jeden Fall super wichtig. Deswegen muss ich das Ganze auch ernst nehmen. Das hier ist Speedcuben. Wenn ich den noch schubse, geht das dann? Und dann landet der da drauf, oder was? Muss ich den hier da hoch? Hat sich denn jetzt alles gedreht überhaupt? Was gedreht? Was auch nix. Wie man das einfach mal. Mensch. Oh, falsche Hand. Schon. So sure about that. Grad nicht so sicher, was das jetzt soll. Ich kann den. Da reset ich dann den ganzen. Obwohl ich könnte. Echt? Darüber fahren. Ich glaube, die Story hat auch Stanley Kubrick geschrieben. Puh. So, da kommt ein Ball raus. Und dann müssen wir den wegschießen. In dieses grüne Loch da rein. Ja, nichts leichter als das, würde ich sagen. Wo kommt der denn raus? Raus? Rollt da runter? Dann. So anstrengende Spiele. Weiß ich nicht.
kapierst nie nichts, also alles. Verstehe ich nicht. Bong. Feuer. Das klappt sogar. Ah, der Ball. Ach so, warte mal. Ist wahrscheinlich, aber das macht doch keinen Sinn. Ich den jetzt nicht hier runterrollen lassen? Wo wollte er denn hin? Hier hin. Aber der fliegt ja jetzt nur hoch. Ich muss den schon runterrollen lassen, oder? Nee, okay. Ach so, stimmt, der Raum ist ja schräg. Leute, der Raum ist ja schräg. Ist nie nichts nicht das gleiche wie alles? Oder? Ich kapiere. Nichts. Ist mir zu hoch. Ich mach lieber hier meine Knöpfe und. Drehen wir einfach so? So, wir drehen das Ding nicht mit. Das ist natürlich, das ist natürlich gar kein Problem, wollte ich sagen. Okay. Ich spiele ja auch noch gerade parallel. Das wäre ja eigentlich auch ein Spiel gewesen für einen Streamer, aber das habe ich jetzt offstream gespielt hauptsächlich. Human Resource Machine habe ich gespielt. Das habe ich komplett durch. Und dann habe ich noch angefangen 7 Billion Humans. Das sind beide Spiele vom gleichen Entwickler. Das sind so Programmierspiele. Hat man dann immer, also im ersten Teil hat man dann so eine Figur, hat dann immer so ein Laufband auf der einen Seite und ein Ausgabeband auf der anderen und dann muss man immer mit Quelltext-Schnipseln, ja genau, ist vom Little Inferno Entwickler, muss man mit so Quelltext-Schnipseln die Figur dazu bringen, die Blöcke von der einen Seite in einer bestimmten Reihenfolge auf die andere zu bringen. Natürlich auch so Programmierer-Krams, Leichtform, aber vielleicht liegt das ein bisschen mit Beschäftigung zusammen, dass ich sowas spiele. So. Machen das was? Ja, schon. Genau, es gibt vier Farben. Also die Farben bedeuten bisher, das bedeutet einfach nur der rote Würfel, den kann man immer nur so rausschieben und wieder zurückziehen. Der gelbe bedeutet den Dingsel, den ich anklicke, der geht immer am höchsten. Ich kann quasi mit der linken Hand, kann ich irgendwas hier ausfahren und mit der rechten Hand kann ich es wieder zurückziehen. Ja, und die Buttons heißen einfach nur drehe den Raum. Der blaue ist so ein Sprung, den, wie so eine Sprungfeder, den muss ich hier reindrücken. Dann, wenn da irgendwas drüber kommt, dann fliegt er raus. Ja, ich glaube auch, das ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie groß das in, das Studio jetzt zum Beispiel von. Ich meine, okay, Portal war ja glaube ich auch irgendwie ein Projekt, Modder-Projekt oder so, ne? Aber ich denke mal, dass jetzt auch der zweite Teil deutlich besser auch nochmal aussehen wird als der jetzt hier. Mein Portal kam natürlich trotzdem früher raus und sah anders aus, aber würde jetzt noch nicht allzu viele Rückschlüsse drauf ziehen. Aber eigentlich mag ich halt diesen Flair, hat halt auch so ein bisschen was von dem Film The Cube. Oder erinnert mich zumindest daran. So. Jetzt nach vorne. Bin ich auf die Taste gekommen oder hat mich jemand getreten? Komm, mach mal weiter, Junge.
aber nicht so viel. Jetzt erfordert dir. Hey, dreh dich weiter. Nein! Warte, ich hab gehofft, ich kann das irgendwie leicht. Dreh den jetzt einfach mal komplett im Kreis. Der mehr Schwung hat. Ja. Sehr schön. Roll. Hey, geschafft. Ich habe auch schon vorher mal geguckt, wie lange das Spiel so unbedingt gehen wird, ungefähr. Da stand jetzt irgendwie beim ersten Playthrough. Also ich meine, bei Rätselspielen hängt es natürlich immer sehr stark davon ab, wie schlau man ist. Aber da war jetzt im Durchschnitt 3 Stunden ungefähr. Ja, glaube ich, ist das auch hier recht überschaubar. Was für ein Test? Eine Stunde Ink. Ich glaube, wir haben schon fast, ja. Nur noch irgendwie 20 Minuten oder so, dann ist die Stunde schon rum. Erst im Spiel. Und wir sind erst, haben erst das dritte Dingsel geschafft. Ich wundert nur, hier sind so 6 Blöcke. Aber in dem Achievement werden immer 9 Blöcke angezeigt. Wie lang das Spiel ist? Laut How Long To Beat 3 Stunden. Durchschnitt. So, was geht denn jetzt hier ab? 12 Meter. Die Erinnerung oder was? Was? Wie? Oder sind das nicht verschiebbare Blöcke oder was? Boing. Ah, dann nimmt er die Farbe an und fällt in das Loch rein. Ich muss das sogar machen, damit die. Damit alle 3 Türen aufgehen, oder wie? Oh. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nee. So. Ah, ich muss so machen. Oder? Nein. So machen. Hehe. Sorry. So. Okay. Eigentlich jetzt egal, oder? Kann ich den jetzt nicht einfach rollen lassen? Doch eh zu. So, wo ist denn? Wird der jetzt rot oder färbt er sich jetzt irgendwie pink? Oh fuck, der färbt sich pink. Scheiße. Farblehre. Okay. Gut, das heißt, er hüpft hier rüber. Wie das denn geht? Da muss ich den so hochschießen? Kommt? Nein, zu langsam! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, mir wird aber ein bisschen frisch, ey. Ich glaube, ich muss mir gleich doch noch
mein Jäckchen überziehen. So kalte Arme. Schon alles? Was für ein Geheimgang. Oh. Das ist doch eine versteckte Wand, oder? Das ist doch ein Hologramm da. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Okay. Warum sagst du sowas dringend? Mann, warum schaffe ich das denn nicht? Ich könnte vielleicht hier rüber. Ah! Gut, ich gehe mir mal kurz Eckchen überziehen. Dann gucken wir mal, was hier Phase ist. Gleich wieder da. So ein Mist. Ich will mir das nochmal im Replay angucken. Stern. Müssen wir jetzt irgendwie doch gar keine Dinger. Meinst du Rubik's Cube? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ich muss hier die Farben nachbauen. Warte mal, ach so. Das Ding ist ja eigentlich, die Farben sind die gleichen. Was ist denn jetzt? Was ist denn das? Hier was getan? Nee, ne? Das war gerade schon so. Ach so, ach, ich muss ja die Dinger hier rausfahren. Ach du Scheiße. Warte. Gott. Ich das wirklich? Frage ist nur, muss ich jetzt alle davon rausfahren oder? Boy. Riddle. Boah, hab ich da Lust drauf? Dinger auszufahren und auch noch richtig zu drehen? Das erscheint mir ganz schön schwierig. Sieht doch einfach keiner. Doch einfach so.
Keine. Scheiße, Pfeile nicht mehr. Gut, ich würde jetzt vermuten, ich muss zumindest alle so stellen, dass die zeigen, oder? Das sein? Das Gefühl. Statt jetzt. Weiter raus. So. Das sieht doch schon fast richtig aus. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich tue, aber... It works. Fuck it. Acht? Ich meine, es sieht theoretisch schon, ja, aber ist halt noch verkehrt. Aber hat sich's jetzt geändert im Vergleich zu vorher? Hat irgendjemand aufgepasst? Muss ich jetzt doch noch dafür sorgen, dass die irgendwas rausgefahren sind? Also wir haben ja jetzt die Linken da. Quatsch, die Linken da, die Gelben. Rechts unten, Roten rechts oben. Ach man, vielleicht kann ich noch kein Bonuslevel machen. Irgendwie immer noch genauso aus wie vorher. Müssen wir doch auch langsam mal irgendwie alle Kombination durchgehabt haben. Ja.
Aber das kriege ich ja auch nicht weiter rausgeschoben. Ja, eigentlich nur die Wahl zwischen dem. Oder muss ich vielleicht raffen, wo welche Farben sind? Ist gelb. Ist blau, gelb, rot. Das heißt, es müsste eigentlich... Gelb, gelb und das heißt, den müsste ich noch zweimal. Gelb, gelb wo? Blau, blau, blau. Gelb. Gelb. Halb durchsichtig. Ja, hier mein Kragen, ne? Ja, der ist gelb. Okay, irgendwie, ich glaube, wir schaffen das Bonusrätsel nicht und sollten das vielleicht entweder fürs Ende aufheben oder... Bin mir nicht sicher, was der jetzt genau von mir will. Ich denke aber eigentlich bin ich auch nicht mehr so weit weg. Wir haben unten links blau, wir haben in der Mitte blau und wir haben oben rechts blau, theoretisch, wenn wir hier durch diese Verfärbung. Ich glaube, diese Scheibe ist einfach nur dafür da, um uns zu verwirren, welche Farbe tatsächlich. Gelb. Aber das eigentlich entspricht doch das dem, was ich hier gemacht hier noch. Ich schätze es in der Mitte. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Ey, das sieht alles so richtig aus.
Gut, ich glaube, wir lassen's. Scheint auch keine Ideen zu haben. Damit dabei. Bonus Level gescheitert. Es fühlte sich so close an. So, wir haben noch ein Färbeball-Rätsel. Sind vermutlich wieder alle Farben rein. Plattenfallspiel? Da kommt hier raus. Den Ball zu drehen. Nein. So, kack. Was war das? Ah, dreh dich! Schlechtes Aim. Aber in der Theorie hat das funktioniert. So, was machen wir mit Blau? Für Blau müssen wir... eigentlich das zweimal drehen, damit... ich müssen wir auch nur... schon. So close. Hier fällt mir direkt ein Barthaar aus. So. was habe ich gerade gemacht? Ist das jetzt schon zurückgedreht? Ja. Ach nee. Mann, schubst zu weit. Da drehe ich den dann noch mal irgendwie kurz vorher, dass ich dem noch so einen leichten Spin gebe. Leichten Spin nach links wieder, bevor er runterrollt. Shit, ich muss zurückklappen. Nein! Die Richtung stimmt, aber ein Ticken zu spät. Ich reicht das auch schon. Heute. I'm back in range. Fingers crossed. Look, Mission Control think that if you have lost your memory, me just giving you little details about yourself won't be enough to spark anything. They want me to read something more specific. Something very personal to you. So, I want you to know,
I'm only reading this because you wrote it to yourself. It was 3 p.m. on a Sunday. You were upstairs at home. A teenage boy broke into your house. He thought you were away on vacation. You went downstairs with your gun. You shot him in your living room. Oh boy. Only he wasn't trying to rob you. He was passing by and saw a fire in your kitchen. He broke in to try and put it out. He was young and stupid, and probably should have thought of a better solution. America. But you assumed the worst. You assumed the very worst, and you shot him. He was paralyzed from the neck down. He died 7 years later, alone, at night, in Penrose St. Francis Hospital. I'm orbiting out. I hope that helped you. Ja, das hat mir mega geholfen. Jetzt fast vergessen damals, wie ich den Jungen erschossen habe. Ja, nochmal so ein Ding. Das ist aber orange. Ach scheiße, das sind jetzt Mischfarben. Oh Gott. Oh Gott, Farben. Macht sich die Mediengestalter-Ausbildung wieder bezahlt. Bin ich auf die Antwort gespannt. Das sieht man. Cubes. Cubes everywhere. So, gelb. Gelb und rot ist orange. Jetzt so einen leichten Stupser geben. Oh, scheiße, falscher Knopf. Alles auf Anfang. Mach schon mal pink. AKA Magenta. So. Gelb und das, da können wir doch eigentlich einen ähnlichen Trick anwenden, oder? Nee. Doch? Nee. Drehen wir ja gar nichts. Bisschen kurz vorher. Okay. Nein! Nein, 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 nein! Halt, stopp! Ja, fuck, ich mach. Doch, das ist die richtige Richtung. Shit. So mach. Uha. Zu krass. Nein. Wall, please. Ach, zu spät. Irgendwas dazwischen. Fehlt nur noch grün. Wie macht man denn grün?
Cyan. Yellow. Das heißt, gelb und blau ist grün. Ja gut, wenn man malt, so wie ihr, dann weiß man es wahrscheinlich auch, ne? Dann braucht man auch keine Mediengestalter-Ausbildung. Wenn man einfach in der Schule Kunstunterricht beim Mischen aufgepasst hat, dann weiß man das auch. Gehört das so mit dazu zum Basic Knowledge, so wie, weiß ich nicht, 1x1 und Zahlen von 1 bis 10 zählen können und sowas? Dass man weiß, welche Farben miteinander? Okay. Gut, das habe ich nie gemacht. Kein Herz für Farben. Ich trinke Orangensaft. Gelben Orangensaft. Wenn ich den jetzt mit blauen Blaubeersaft mische, kriege ich einen grünen orangen Blaubeersaft raus. Einmal eins Cocktail-Regeln. So, das heißt. Ah, okay. Ah, da müssen wir einen dreifachen Rittberger hier machen. Das heißt, wir drehen den erst nach links. Dann drehen wir den nach rechts. Dann müssen wir den wieder ganz nach links drehen. Dreh hin. Rechts. Links. Ah, ich komme mir so klug vor. Wenn so einfache Rätsel sind, kommt man sich einfach klug vor. Das ist schön. Das Gefühl mag ich. Vielleicht gibt's auch 3 Bonus-Level. Vielleicht sind deswegen da unten noch so 3 Dinger drunter in dem Achievement. Jetzt wieder Fahrstuhl mit einer Message. Nee, keine Message. You listen. Doch. I know you can hear me down there. She's lying to you. She's a liar. You're not where they say you are. They'll leave you alone to die in the dark. Help? So, die Lichter bewegen sich, nicht ich bewege mich. Ja? Das ist lustig. Das mag ich. Ein Glück ist das kein Horrorspiel, ey, sonst würde ich mich sowas schon gar nicht mehr trauen. Ah, ich liebe Lichter im Dunkeln. Ich erkenne nichts. Gelb? Ach. Ist jetzt einfach das gleiche nochmal, bloß mit bunten Lichtern. Das war cool.
Das mag ich. Oh nein. I hope you can hear me. The lights on the outside of the cube have gone dark. Mission Control think that's good. They say you must have hit it somewhere that hurts. So keep doing what you're doing. I know it's tough being alone out there. I've been alone here on the International Space Station for over a month. Ich hasse es, wenn die Leute einem sagen, dass es mal angelogen wird. Round and round and round the earth. And after a while. Was ist da los? Halt, stopp! Nein, verdammt, ich war doch trinken. The truth is, if you leave a person alone in the dark long enough, they'll lose themselves. Damn. I'm orbiting out of range. Keep going. Ich habe ich gar keinen Jungen gebracht. Okay, noch mehr Rätsel im Dunkeln. So, ich kann was resetten. Achso, weil wir eine Kugel dabei haben. Nein, wir haben den grünen Cube dabei, keine Kugel. Bei der Playbutton mit der Kugel. Okay. Das und dahinter ist wahrscheinlich rum. Schon. Ich mache. Aber im Dunkeln kann ich auch die Hände nicht benutzen. Tja. Nein! Jetzt zerwirft er noch weiter hin. Es reicht, okay. Nur ein bisschen Anlauf gebraucht. Aber das Lustige ist jetzt, das Level ist auch so ein bisschen das Feeling, wie ich hier gerade sitze, mit der Lightbox so vor mir. Das sieht ungefähr genauso aus wie hier. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Das ist gerade mein Blick nach vorne. Oh Gott, ein Drehdingen. Das ist natürlich auch schön für ein Rätselspiel. Einfach mal das Level komplett dunkel machen. Kann man ein Rätsel auch mal auf ein neues Level pushen. Ah! Bist du? Ich kann mir schon mal einklappen. Aus. Bist du? Bist hier. Das heißt wahrscheinlich. Drehen den Eimer so. Dann fahren wir uns nach oben. Gelbe, ne. Fahren. Ja, und hoffen, dass wir da landen. Okidoki.
jetzt müssen wir wieder die Kuh. Was ist denn die Kuh? Das ist wahrscheinlich fürs nächste Level. So, sonst sehe ich den Ball wahrscheinlich nicht. Okay. Noch da oder müssen wir neue Kugel? Das ist safe. Zum Drehen. Ball. Ecke. Drehen. Sich mit drehen? Wahrscheinlich schon. Okay, das ist auch schon komplett dran. Das ist der gelbe, der ist da. Den jetzt so drehen. Nein, falsche. Müssen die Kuh da sein. Wir müssen den hier. So, eigentlich können wir die beide quasi zum Stabilisieren der Kugel nehmen. Jetzt drehen wir noch einmal so, dann ackert der langsam. Okay. Ihr wisst, was ich meine. Ach, wie schön das aus. Vielleicht mal einen Screenshot machen. Macht man hier einen Screenshot oder macht man hier von was anderem einen Screenshot? Alles klar, Jackie. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Reinschauen und versuchen mitzurätseln. Dann sehen wir uns irgendwann wieder. Vielleicht am Samstag, als du streamst. Mit Rätseln nie. Du kannst das bestimmt. Glaub an dich. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe ja eh den Plan, vielleicht ein bisschen was zu ändern, was die Spiele angeht, die Spieleauswahl. Ich wollte jetzt nur erstmal gucken, ob überhaupt Leute kommen zum Gucken. Und wenn ich das so machen will, wie ich es geplant habe, dann brauche ich auch ein paar Leute, die die halt auch zugucken und mit abstimmen. Aber ja. Weil wenn ich dann nur alleine bin oder nur eine Person oder so, dann macht so ein Voting-System natürlich nicht so viel Sinn, was so die Spiele angeht.
Aber gut, das dann vielleicht beim nächsten Mal. Erstmal wieder ein bisschen Konstanz reinbekommen und dann kann man vielleicht auch was mit Voten machen, dass ihr euch die Spieler aussuchen könnt, die ich spiele. Vielen Dank fürs Reinschauen. Schlaf gut. Demnächst. Ja, die Vorschläge, das sind ja jetzt noch so die alten Sachen. Oder meinst du das Prinzip generell? Also die Sachen, die ich jetzt da in diesen Spielevorschläge-Dingen so reingepackt habe, das ist ja quasi mein Pile of Shame. Aber ich will ja eigentlich vermeiden, dass ich so ein elendig langes Spiel anfange. Ja. Ich dachte jetzt eher, ich pick mir eher so Indie-Spielchen raus wieder. Und guckt dann da, und wenn ihr halt sagt, okay, das Spiel ist geil und mir macht das auch Spaß, dann spielen wir das weiter. Aber wenn ihr sagt, okay, wie jetzt hier zum Beispiel, ihr dann sagen würdet, sind wir doof, Cube, dann würdet ihr das wegwählen und dann quasi in der nächsten Woche könntet ihr dann aus zwei anderen Spielen was Neues voten, was vielleicht mehr Potenzial hat. Aber es ist halt so die Frage, weiß ich nicht, ob ich einen... Wenn ich das mit einem Detroit Become Human zum Beispiel mache und die Leute sagen dann, ja, finden wir blöd, voten wir weg... Dann ist das halt auch weg, beziehungsweise da hatte ich dann eigentlich an sowas gedacht wie so ein Comeback-System auch, dass man dann irgendwas wieder zurückvoten kann. Was dann halt die Frage, ob das Sinn macht. Das muss ich erstmal durchdenken, überlegen. Müssen eh erstmal Leute mitmachen beim Voten. Ich will halt nur verhindern, wie beim letzten Mal. I've been listening from inside my box. They say you're out in space. You're not. You're underground. They buried you alive down there so they could test you. They're going to test you and test you until you rot into dust. And they do something to your memory. They did it to mine. They don't want you to remember who you are because you don't know what's happening. You'll have faith that it will end. You'll have faith that someone will let you out of the dark, but they won't. You have to rip that faith out of your skull and replace it with truth. Or you'll die down there. Also, was ich sagen wollte. Ich wollte halt verhindern, dass, wie bei Children of Mortar, was mir ja an sich Spaß gemacht hat, dann vielleicht auch auf dem Stream einfach nicht so gut ankam, dass ich dann halt sowas nicht zwingend bis zum... Ende durchspiele. On-Stream. Ja. Dass man das dann wegvoten kann. Da gar keinen Bock drauf. Fall ich runter. Da wieder. Da denn jetzt hin? Ein roter, nicht leuchtender Stein. Gerade gemacht. Bin ich blöd? Achso, ich bin da rüber gesprungen und hab's dann umgeswitcht.
Und sowas mag ich ja wieder, eigentlich. Aber das hat auch wieder so ein bisschen was von dem Portalräume, auch so Testräume. Completion. Raum, in den ich jetzt gleich reinkomme. Ist ja auf jeden Fall eine Glasscheibe. Ah, das Ding. Ist hier quasi eine Art Flipper oder was? Ach, geil. Lol. Geil ist das. Nein, danke. So jetzt. So, jetzt muss ich. Sollte ich mich auf die Glasscheibe stellen, vielleicht ist das einfacher als außen. Das war's. Switcht er dann auch. Okay. Können wir das zumindest verhindern, dass der wieder zurückrollt? Ah, das reicht sogar schon. Da musst du dann hochhüpfen. Ja, und eigentlich zweimal. Nee, runter, zweimal runter. Geht da complete me too. Baby Kuri. Ich bin wieder in so ein verstecktes Level reingegangen. Kurz nachdem mich wieder der andere Dude darauf hingewiesen hat, dass ich in einem Testlabor bin unter der Erde und mir das Gedächtnis genommen wurde, die irgendwelche Experimente mit mir machen. Ja, und dann bin ich wieder hinter so eine versteckte Wand, also eine holographische Wand gegangen. Bin hier in so einem Schiebeball-Level gelandet. Möglich. Ich schätze eher nicht.
hier noch was versteckt. Okay, vielleicht auch nicht. Aber ich dachte jetzt schon, ich wäre super klug, weil normalerweise würden wir jetzt natürlich geradeaus laufen. Als Gamer. Als Gamer-Anfänger. Als erfahrener Gamer geht man natürlich erst einmal zu. Scheint nichts zu sein. Auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Weil da bin ich reingelaufen in die Wand. Sah wieder so strange aus. So verdächtig. Beam of Light. Auch Portal Flare. Wenn der Block oder so jetzt da durch den Lichtstrahl war, wahrscheinlich nicht. Magnet. Okay, das hat jetzt... Gar nicht, aber das sind doch auch Portal-Mechaniken, oder? Oh, war nicht so. Ja. Nein, verdammt. Dieser Strahl ist nicht böse. So. Ah. Okay. Was? Interesting. Ah, ich bin so blöd. Ich habe auch so einen leichten Delay. Man kann nicht so direkt zweimal Doppelklick machen oder so, damit er direkt aufhört. Ist jetzt nur wahrscheinlich darüber kommen. Stehen nochmal zurück, Dingsen. Vorn. Okay, jetzt geht das Ganze nach oben. Ich kann aber nur ziehen. Schiebe ich den dann, wenn ich den während der hochfliegt, dann anschubse? So, kann ich ihn fallen lassen? Ziehen.
Okay. Das zum Sp Nein. Nein. Nicht schön, aber selten. Okay, fingers crossed you can hear me again. I have good news. Actually, two pieces of good news. We've started to see a definite effect on the cube itself. Parts of the outer layer seem to be coming apart. Whatever you're doing in there is working great. Second piece of good news. Mission control say you're almost close enough for them to contact you directly. So we're going to organize a link up to your wife. She is dying to talk to you. Just keep going, and we'll make it happen. I'm orbiting out of range again, so good luck. And be careful. Tonung auf dying. So, muss ich die jetzt gleichzeitig halten, oder reicht auch einer? Damit ich ein bisschen schneller werde. Dass man immer aus dem Spiel rausklickt, wenn man zu weit nach unten guckt. Fuck. Reicht das etwa nicht? Komme ich denn da hoch? Ich bin jetzt schon auf dem höchsten Stein eigentlich drauf.
Bis jetzt war das Rätsel an sich so easy, aber... ich weiß nicht so genau... Komme ich denn noch höher? Aber das Spiel erinnert mich auch stark an Turing-Test. Eigentlich noch viel mehr als Portal. Auch was so die Story angeht. Im Arsch und Real. Tja. Wie komme ich noch höher? Doch, das wird eigentlich gehen. Jetzt mal. Muss ja dann auch noch hochkommen. Das fühlt sich ein bisschen gecheatet an. Echt. Steine ich jetzt eh gleich runter. Errungenschaft attractive. So, was haben wir denn hier Schönes? Können die nach oben dingsen und fallen lassen. Ah, alle Richtungen magnetisch verschieben. Also ich würde sagen, eine Sache ist ja vermutlich das hier. Ist der das. Sache ist die. Eigentlich erst in Position bringen und dann wahrscheinlich beides gleichzeitig passieren. Verstanden hab gerade. Da eigentlich klappen, wenn ich die jetzt erstmal beide nach rechts ziehe, oder? Fuck. Wäre schön gewesen, hätte ich das hinbekommen. Bisschen Arbeit gespart.
haven't got much power left, so open your ears. Doubt is like a tiny plant trying to push its way towards the light. But as soon as she sees it poking out of the dirt, she pours on more soothing words to kill it. You're making the cube fall apart. You're going to get to talk to your wife. You're going to get out. You're going to go home. You're going to save the whole Earth. That's her poison. And you're drinking it. If you want it to stop, you have to stop it. What? Warum ist das schwarz geworden? Oh shit. Oh shit. Oh boy. Jetzt einfach mal davon aus, dass das normal ist. Hier hingucken. I have faith you can hear me. It's going crazy out there. The outside of the cube is coming away in big chunks. It's incredible. You're doing really, really great. No word on talking to your wife yet, but it'll happen very soon. Don't worry. Other than that, no news at my end. But I figure talking to you is therapeutic. Especially for me, actually. What I said before about how being alone out here can mess with you. It's messed with me too. I can't talk to Mission Control about it or they'd cut me short. I figure with your radio out, you can keep a secret. Fifteen days ago, I was on a spacewalk on the outside of the station. I was replacing one of the old communication antennas. The sun was disappearing over the western edge of the Earth behind me. And it gets so quiet out there, so dark. Sometimes you can't be sure you're there at all. I finish the job. I start to move away. Damn it. And I hear this voice. Only it's my voice. Not in my mouth, not in my head, but outside, next to my ear. It's the only way I can explain it. And the voice, it said, God is dead. And it scared the hell out of me. I grabbed my tether and pulled myself back into the airlock and shut the door. I know it's just my brain keeping itself busy. And that's why we do isolation tests before we go out. But Christ. I'm orbiting out of range. I'm sorry. Keep going. Please keep going. Was, die Stimme hat gesagt, God is dead? Habe ich das richtig verstanden? Bestimmt am Ende entscheiden.
Ist das für Leute, die so schnell durch das Level durchrennen, dass die noch extra diesen langsamen Fahrstuhl brauchen, damit man nicht fertig gelaufen ist, bevor die Quatschszene zu Ende ist? Gespräch. Fehlt ein Licht. Fehlt ein Licht. Oh, eine Rutsche. Blaubot. Böse. Oh. Ich wusste zwar nicht, was ich da tue, aber... scheinbar was richtig gemacht. Frage, will ich dieses Seil da irgendwie... der blauen Kugel folgen? Fahrstuhl. Erst die Wände checken. Oh, ja. Da. Böse blaue Kugel. Dass das hier immer noch alles so funktioniert. Dass hier immer noch Türen gibt, die automatisiert zugehen. Wundert mich ein bisschen. Seil kaputt gemacht. Holy! Was war das denn? Ist das jetzt ein Band verschieben oder was? So, können wir dann anfangen? Da können wir anfangen. Kaputt. So, nee. Okay. Wie so ein Greifarm auf dem Jahrmarkt. Da einfach. Das geht immer nur nach, Mann.
Got it. Falsche Richtung. Da geht's nicht. Okay. Das heißt, da müsste ich einfach nur mal durchfahren, vermutlich, damit das sich löst. Jo. Kabelsalat. So. Ja! Oh Gott! Vielleicht habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ich mag nicht, dass die rotes Licht haben. Was ist da ein Ding dran oder was? Muss ich die jetzt irgendwie... Oh. Sollen die mir irgendwas sagen? Weg. Da ist eine versteckte Wand. Entschuldigung, ich muss da mal vorbei. Geh weg, du Ball. Scheibe. Da kennt man an den Steinen, die in der Luft schweben. So, und das ist ein Level, was man verkacken kann. Deswegen hat man einen... Cool, man muss beide gleichzeitig hinkriegen, oder was? Okay... Ich muss die erstmal. Ah, das ist ja nervig. Ach so, ah, okay. Das ist das Ding dann anders positioniert. Ich
ich den nämlich da behalten. Ist doch eigentlich nur einen nach dem anderen, oder nicht? Machen wir erst den hier, sicherheitshalber. Shit, die müssen auch beide gleichzeitig da drin. So, dafür brauchen wir den, damit der eine einschubsen kann. Peter, complete me 3. Shit, nur das erste Level haben wir nicht geschafft, das erste Bonus-Level. Damn it! Warum habe ich das erste nicht gerallt? Schade. Ah! So, auch wenn ich glaube, dass nicht mehr allzu viel fehlt, werde ich, glaube ich, Schluss machen. Die ist wieder zu Hause. Aber ich habe sie hier noch nicht gesehen. Shit. Hallo. Ist er noch oder schlafen? Ich weiß nicht mehr, wie viel noch kommt, aber vielleicht relativ weit fortgeschritten, aber wobei. Da steht, dass man für das Spiel 3 Stunden braucht und ich bin jetzt knapp 2 Stunden drin. Ich glaube jetzt nicht, dass ich so schneller war als andere.
mal wieder auf Scheiben und ich hab's nicht gemerkt. Verdammt. Bei Schatzi im Chat. Das ist denn irgendwas, wenn ich die. War nur wieder zurück und wieder raus. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich stehen denn da, der muss ja da in dieses blaue Loch. Nein. Was machen die zwei Dinger hier? Verstehe es nicht hier. Kein Zweck. Ist keinen, den ich erkenne. Doch? Doch, klar. Fahr doch mal in die andere Richtung. Was mit dem Kabel noch zu tun? Der fährt halt immer im Kreis. Und meine Vermutung ist, dass ich den irgendwie auf diesen blauen leiten muss. Der muss irgendwie hier lang vorbeifahren, damit er von dem blauen gekickt wird und dann da reinfällt.
Ich weiß nur nicht wie. Er fährt immer im Kreis. Dadurch, dass die Blöcke draußen sind, halten die den auf. Dann fährt er dahin und fährt er wieder hier hin. Fährt er so im Kreis. Bringt mir auch nichts. Das Ding aber auch nicht benutzen, wenn er da so nah dran ist. Aber ich habe doch jetzt schon alle Positionen ausprobiert. So ein Quatsch. Oh. Oh, 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 oh. Ich habe da noch nicht alle Positionen ausprobiert. Wow. Oh nein, hier ist keine Wand, Hilfe. Bin ich mit dem Ding da drin? So, was haben wir denn hier? Okay, das Ziel ist, muss wieder sein, das Ding da hinzukriegen. Das hochfliegt, an das Seil kommt und hier irgendwas kaputt. Wahrscheinlich die Wand. Ja. Okay. How can we do that? Warum kann man hier so... Nur falls ich runterfalle. Achso, stimmt, die kann ich auch weiter rausschieben. So, ich muss oder damit er hier rüberfahren kann, aber dann so, da ist auch noch was. So stimmt, dann wird er wieder zurückgeschossen. Okay. Fällt. Idoki. Ja, moin. Randale-Bälle. Das ist Anki mit ihren Pokebällen immer. Ioni. Bin ich? Von wo bin ich nochmal hergekommen? Von da wahrscheinlich. Kann ich nicht lang. Mein Mikro springt sehr spät an. Dann hoffe ich, dass es jetzt besser ist. Na, Uni, wie geht's? So spät noch da, du musst doch bestimmt auch gleich ins Bettchen. Ja, alles wie immer, Uni.
So, dann müssen wir wieder den, dann hüpft er wahrscheinlich, oder hüpft er rüber? Vermutlich hüpft er dann hier rüber. Okay. So, ich hätte gedacht, wir haben ihn jetzt umgepolt. Zwar ein bisschen Rumprobiererei hier, aber... Warum sollte, wofür brauchen wir das denn jetzt schon wieder? Jetzt müsste er da schon reinschießen. Vielleicht so? Jetzt ist er wieder am Anfang. Das Rätsel ist auch, glaube ich, schwer zum Mitmachen für euch, aber gut. Ich hoffe einfach, ich schaff's relativ schnell und dann. Oh, Kacke. Vielleicht hätte ich den doch oben lassen sollen. Gott. Nein. Und jetzt? Oh Mann. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Warum kann ich die so hochfahren? Hat das irgendeine Bewandtnis? Ups. Ja, das Spiel ist an sich auch okay. Aber ich weiß gerade nicht richtig weiter. Das ist jetzt auch nur ein Teil davon. Die Rätsel vorher waren ein bisschen anders noch. Nein, verdammt. Hätte ich ihn vielleicht wieder runter machen müssen. Aber gut, dann fährt er auch noch hier. Dann fährt er da im Kreis. Denk nach, Krabbe, denk nach. Was kannst du jetzt tun? Ah, warte mal, ich muss jetzt den hier wegmachen. Dann fährt er dahinter. Das war ja einfach. Listen to me. The whole thing is bullshit. I can see on your camera. Look around you. You really think this is an alien craft?
The colors, the symbols, they're all human. They're all things you can understand and solve. It's all part of it. And you think the cube is really falling to pieces? The hanging wires, the holes in the wall, none of them lead you anywhere. They don't want you to go. You need to lose your faith. Ja, im Moment bin ich da auch immer noch mehr bei ihm. Das ist alles wirklich, weil wenn das wirklich so ein abgewracktes, verkacktes Dingen ist, warum sind denn hier Pfeile, wo ich hinlaufen soll? Da ist doch was faul. Ich will nicht ins Licht gehen. Noch nicht so weit. Okay, das hilft. Ah, es geht links lang. Okay, was ist das jetzt Schönes? Interesting. Das war jetzt nicht so schwer. Geht nicht mehr. Kaputt gespielt. Okay. What? So, das ist nur von hier. Ist ja lustig. Weiß zwar nicht, was das macht, aber... Okay, das funktioniert schon mal nicht. Eigentlich muss ich ja nur hier was machen, oder? Ich weiß nicht, was ich tue. Das heißt, wir wollen mit Pink da in den Strahl rein, oder nicht? Okay, und jetzt wollen wir mit Pink. Jetzt muss ich quasi das Umgedrehte machen von eben. Weil wir nicht durch Gelb durch dürfen, weil er die Farbe korrumpiert. Roger that. Gar kein Problem. Oh, geht's hier lang. Hüpf, hüpf. Ja, Hallöchen. So, okay, wir brauchen einen orangenen Strahl. Dafür brauchen wir einmal gelb. Und rot.
Rot, 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 rot. Ne, nicht grün. Alles klar, Cori. Thanks for watching. See you next time. Grün. Was war nochmal grün? Gelb und blau. Bis spätestens nächsten Donnerstag, wenn ich es durchhalte und wieder streamen werde. Gilt auch für den Rest, der zuschaut. Nächsten Donnerstag geht es theoretisch, weiß ich noch nicht, entweder geht es hier weiter. Für den Rest, wenn ich es nicht durchspiele oder ein neues Spiel. Oder vielleicht fangen wir auch schon mit diesem Voting-Kram an, was ich da so im Kopf hatte. Ich weiß noch nicht. So, was wollte ich? Grün wollte ich. Grün. Das heißt, dafür brauchen wir blau und gelb. Vielleicht gehen wir dann lieber da rum. Oh. Da. Da lang. Da lang. Oh, hier geht's weiter. Da geht's auch durch rot durch. Das wäre nicht so gut. Aber wir könnten vielleicht hier lang gehen. So, sind wir schon. Da lang und da lang. So. Hey, fingers crossed you're getting this. Look, I have some bad news. That link up with your wife, it doesn't look like it's gonna be possible. But hey, you're almost on the home stretch anyway. You'll get to see her soon. By the way, I noticed some kind of interference on your signal frequency. Ja. It's probably just a wave of radiation passing by the cube. I'll look into it. Everything you're doing is great. Keep doing it. So. Gut. Was muss ich machen? Strahler da. Das macht doch keinen Unterschied. Das geht unten durch. Muss ich jetzt das Dingen von hier aus schieben? Achso, dann muss ich das andere als Fahrstuhl benutzen. Oh, das war knapp. Weiter? Da. Okay. Nicht da reinbacken. Was haben wir hier Schönes? Scheinbar nix. Wo
Work in progress, wahrscheinlich. Gehen da oben lang. Ich will doch nicht da oben lang. Gang. Da geht auch der Strahl lang, theoretisch. Muss wahrscheinlich sogar hier lang. Okidoki, was haben wir denn hier Schönes? Ein Kabel. Upp. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder. So. Okay, dann das darüber fahren. Nein, verdammt. Hätte ich ja schon mal vorschieben können. Ich honk. So. Das ist alles okay. Keine versteckten Wände. Versteckte Wand. Hui. Hui. Ein Magneträtsel. Aber erst den Raum auf versteckte Wände checken. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Reset-Knopf, falls wir es verkacken. Das ist schon mal interessant zu wissen. So, was müssen wir machen? Einfach die weißen Würfel in die weißen Strahlen stellen, vermutlich. Wie machen wir das? Hier können wir Abstandshalter machen. Dicken? Wir könnten ja erstmal hier lang ziehen vielleicht. Ja, obwohl das war glaube ich nicht so klug, oder? War das so klug? Oh shit, das war jetzt glaube ich richtig schlecht. Ich bin nicht sicher, ob das noch was wird.
Tja. Also ich glaube, so den Gedanken, den ich hatte, so ganz verkehrt ist er, glaube ich, nicht. Also ich glaube schon, dass die dafür da sind. Weil die beide jetzt genauso ein Kästchen neben dem Strahl sind, von hier aus gesehen rechts, dass man die beide da halten kann, damit beide Würfelspalten, sage ich jetzt mal, auf der gleichen Höhe sind. Aber wir müssen die natürlich ein bisschen auseinanderziehen, weil so wie jetzt der Abstand ist, kriegen wir die nicht. Wobei der Abstand von den Spalten so, den kriegen wir ja dadurch hin. Dann haben wir die so auseinander. Gut, wir müssen die trotzdem so irgendwie auseinanderziehen. But how? Alles klar, Uni. Trotzdem danke fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Grüße an Manu. Telon. Und Tobi. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, geplant ist wieder nächsten Donnerstag, Uhrzeit, halt irgendwie im späten Nachmittag oder Abend, also frühen Abend. Ist im Moment erstmal der Plan, dass ich donnerstags regelmäßig streame. Wenn's klappt. Der ist seit heute Papa. Letztes Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, war die Freundin, Frau schwanger und haben gerade geheiratet und jetzt ist das Kind da. Tobi hält mich gar nicht up to date. Jo, dann bis demnächst. Ich glaube aber, vielleicht machen wir hier auch einfach Schluss. Ich habe gerade keinen Plan, wie ich das machen soll. Und mein Kopf ist auch langsam zu. Vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt aufzuhören und beim nächsten Mal mit frischem Kopf hier weiterzumachen. Dann würde ich sagen, ist hier einfach mal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann gucken wir, ob wir beim nächsten Mal den Rest hier weiterspielen. Ob ich das jetzt schon voten lasse. Oder nicht. Also eventuell war das nur ein Einblick. Bis fast zum Ende, vermutlich. Oder aber wir spielen es beim nächsten Mal weiter. Und den zweiten Teil von dem Spiel habe ich auch noch. Dann könnte man den auch noch hinterher schieben vielleicht. Der soll auch ein bisschen länger sein. Naja, gucken wir mal. Danke euch fürs Zuschauen. Schlaft alle gut. Und dann bis spätestens nächsten Donnerstag. Ja. Hoffe ich.